Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Ja, das mit der Rettungsaktion hat ja nicht so ganz geklappt. Beziehungsweise mit dem Abholen. Jetzt müssen wir den... Das war ich jetzt aber nicht. Trapez, schwingen Sie einen an herunterhängenden Banner wie an einem Trapez. Hä? Ist doch kein Trapez. Was wollte ich sagen? Achso, den Piloten, den müssen wir jetzt retten. Eigentlich sollte der uns retten. Und zumindest abholen. Das heißt, ich bin hier einfach drauf. Ah, okay. Oh, und damit geht das auch schon wieder kaputt alles. Er baut auch sowas. Das Lara. Gib Gas. Um gegen auszuweichen, diese ja. Hättet ihr ja nicht mal ein bisschen früher was machen können? So, zum Beispiel, dann hättet ihr überleben können. Mann, naja, jetzt kannst du aber auch ans Handy gehen. Mikro. Na, bist schon. Jo, hier erstmal alles abgerissen, ne? Macht halt wie immer alles kaputt. So, genau, aber mit F. Was die eigentlich alles an Splittern, also nicht mehr nur Splitter überall haben müsste, die müsste voll mit Holz inzwischen sein. Diese Pfeile, die nehme ich, würde ich. Achso, ich bin ja voll. Ich bin so voll. Geht das nicht kaputt? Hm. Na gut. Das kriege ich jetzt aber auch nicht kaputt. Obwohl, doch, warte mal, warte mal. Nee, falsch. Ah, eh lang gedrückt halt. Wie machte ich die nochmal aus? Hm. Na, so zum Beispiel. Aber es gab irgendwie eine Möglichkeit, wie man die auch ausmachen konnte. Ich kann... Moment, ich kann ja noch hoch. Gibt's denn ja Schönes? Ach so, haben wir schon eingesammelt. Hm. Die ist recht flott. Also ich meine, gut, die alte Lara... Ja, die ist halt älter, ne? Aber die war nicht ganz so flott, wie ich glaube. Tja, das war's dann mit dem Piloten. Bisschen luftig hier oben. Oder windig, vielmehr. Ich kenne das nicht, dass du... Ein Sturm aus dem Nichts. Bei klarem Himmel. Dein Flugzeug abstürzt lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen. Einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Wie sie das gesagt hat. Und jetzt sind sie tot. Gut. Genau, das war nämlich alles deine Schuld. Hätte jetzt auch nicht der Pilot irgendwie rausfinden können. Lara, was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay.
Bin unterwegs. Stoßen sie wieder zu Rot. Ach, das, jetzt macht es von alleine. Okay, das... Ja. Ja, keine Ahnung. Ich meine, ein Sturm, der ein Flugzeug zum Absturz bringt, ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Also kommt auf den Sturm drauf an. Dass er so schnell aufgetaucht ist und wieder gegangen ist, das ist schon ungewöhnlich. Hier drüben! Boah, hat der Messer nach uns geschmissen. Hallo. Aua, mein Auge. Was? Schießen, Pfeil. Ach so. Ich sag ja, wie stark die sein muss. Oder die haben halt echt scheiße gebaut. Ah, das ist nicht so. Seilpfeil, drücke bei sie bei ausgerüsteten Bogen mittlerem Maustaste um mit Seil umwickelten Bogen Objekte heranzuziehen. Um mit Seil. Achso, ach ja. Ja, ich meine, man wird beschossen, man ist in einer brenzlichen Situation, baut man sich erstmal irgendwas. Mit so einem weiblicher MacGyver auch noch. Den war der normale Lara schon. Noch nicht overpowered genug. Die muss jetzt auch noch Sachen einfach so aus dem Nichts bauen können. Ja, ich hab's doch jetzt gelesen. Jetzt geh mal weg. Gute Nachricht. Bin ich gerade nach dem Schmetterling geguckt? So, ich muss überleben. Ich muss einen Sender finden. Oh, ein Schmetterling. So, wenn ich das jetzt mache. Okay. Cool. Okay. Ah, ich kann ja hochklettern. Okay. Gut. Hier ist noch was. Oder jemand. Vielmehr ein jemand. Eigentlich wäre es aber ein bisschen komisch, beziehungsweise ein bisschen schwierig, wenn man dann halt natürlich einen neuen Teil von irgendwas macht, wie hier jetzt zum Beispiel. Oh, neuen Tomb Raider. Wo die aber jung ist. Achso, hätte ich vielleicht da drauf spielen sollen. Und die dann aber ein bisschen krasser ist als die alte Lara, die dann ja im Prinzip mehr Erfahrung hat. Ich meine, klar, sie ist jünger und beweglicher. Aber ne? Was? Seilbrücken. Benutzen Sie Seilpfeile in der Nähe von Ankerpunkten, um Seilbrücken zu machen. Zack. Seil habe ich jetzt anscheinend immer. Ich brauche bloß Pfeiler, wie es aussieht. Aber die liegen ja hier an jeder Ecke rum. Können natürlich auch von diesen Leuten hier sein. Moment, warte mal. Ah ja. Ah, Mist. Komm ich denn. Na, jetzt ist er wenigstens wieder ein bisschen sauber. Man kann sich hier nicht ins Wasser bringen, ja? Oder sagen, dass es sich sauber machen soll. Was wollte ich schon sagen? Moment, oder falsch. Dass die Pfeile ja eventuell von den anderen Leuten sind. Ach, das geht nicht. So Mist. Dass sie die für sich hingestellt haben, falls jemand kommt, die müssen ein bisschen mit den Pfeilen rumschießen. Ja, dass sie dann halt Munition haben, ne? Könnte ja sein.
Er hat zumindest ein bisschen eine Erklärung. Ah, er hat sich bestimmt auch nicht das Knie jetzt aufgeschlagen. Und es juckt ihn nicht. Was mich stört, ist da dieses Loch im Bauch. Ich muss mal was essen, die hat ein Loch im Bauch. Ach. Da, und einfach so eine Tür rausgerissen. Ist doch krass. Ich meine, klar, es war Kopf, aber... Die ist schon manchmal ein bisschen übertrieben. Kann ich irgendwie... So. Ach so, ist er. Hm. Wie gut, dass okay. Wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier, Copilot Jessop von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Da ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Genau, richtige Entscheidung, meiner Meinung nach. Außerdem kann der uns ja irgendwie vielleicht helfen, wenn wir irgendwie, wie auch immer, noch ein Flugzeug finden. Jäger. Was haben wir denn jetzt? Dreier? Waren das nicht zwei am Anfang? Gewichtheber. Erhöht Stärke, ermöglicht die Mitnahme von der maximalen Munitionsmenge. Hm. Oh, nehmen wir doch das. Sammeln Sie mit Kopfschüssen, Exekutionen, Klausel und Kills zusätzliche P. Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, hier kriegt man noch genug Erfahrungspunkte. Oh, ach so. Genau, mehr Munition. Warum zeigen sie da ihren Hintern? Ich meine, ich will mich da jetzt nicht beschweren, aber... Ne? Jetzt mal bis auf das abgestürzte Flugzeug. Eigentlich eine geile Aussicht. Wenn man jetzt hier noch Internet und WLAN und so hätte, dann... Wäre das eigentlich eine geile Insel zum Hierbleiben? Ah, okay, gut geklappt. Uah, shit. Wie sie dann so zusammensacken. Ja, ich wollte ihn eigentlich von hinten abmorksen. Ist da jemand? Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind mit einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Also, geflüstert kann man das jetzt nicht nennen. Oh, 2 von 2 Teile gefunden. Okay. Dann muss ich nochmal ins Lagerfeuer. Benutzt in der traditionellen japanischen Kräuterheilkunde oder Kampo. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt. Woher weißt du das? Und warum ist das wichtig? Hallo? Irgendwelche interessanten Sachen? Versteckte Informationen? Das sind wahrscheinlich Maitake-Pilze zur Stärkung des Immunsystems. Auch bekannt als tanzende Pilze. Ja, dann würde ich sagen, schmeiß mal ein paar rein. Könntest du hier gebrauchen, ein starkes Immunsystem.
Ach so, ich bin ja von da oben gekommen. So ein Scheiß. Komm ich da zurück? Nee. Na toll, das haben die mit Absicht gemacht. Findest Bogenteile, Sachen zum Upgraden und hast halt kein Feuer mehr. Mehr. So, ich muss trotzdem nochmal ganz kurz in die Optionen kommen. Kampf. Nö. Okay. Bewegung. Das war's. Ich meine, ich finde es ja nicht schlecht, dass das das Ganze mal etwas einfacher gehalten wird. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich von hinten die Leute umhaue. Gab es nicht ein Tutorial irgendwie, wo ich nachgucken könnte? Scheiße. Die müsste ja eigentlich dann auch langsam richtiges Trauma kriegen mit Flugzeugabstürzen. So, einmal wo, als ihre Mutter abgestürzt ist und dann jetzt schon wieder. 2 von 10 Statuen errichtet. Wie habe ich denn das auch ausgemacht? Ich muss gedrückt halten. Ah, Shift gedrückt halten. Das wäre auch sowas hier, so Anlauf nehmen. Warum hat die das so hin? Und dann da dran springen zum runterrutschen. Hätte ich auch so gar keinen Schiss, dass ich vorbeispringen würde. Scheiße. So habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Jetzt mir das was, wenn ich den jetzt hier irgendwie ziehe? Nicht so wirklich. Könnte jetzt von da nach da. Aber irgendwie dachte ich, dass es doch vielleicht noch was gibt. Ach, jetzt habe ich es gesehen. Klappt das so? Nee. Oh, klappt das so? Nee, auch nicht. Und das bin ich so cool. Ach so. Zünde ich das jetzt an. Springe ich nochmal hier rüber. Wie viele Pfeile habe ich? 28, okay. Mhm. Oh, Moment, was war hier? Siehst du, habe ich gar nicht gesehen. Sorry, Häschen. Was kann ich hier machen eigentlich? Auch irgendwas anzünden. Aber warum? So, jetzt bin ich mal unschlüssig, wo ich lang soll. Da könnte ich ja lang klettern. Da so lang und dort da irgendwas. Achso, wir müssen nach hier runter, nach da unten. Okay, na gut, dann ist das ja relativ eindeutig, wo es lang geht. Da ist das Signal. Ich dachte, ich so, hä? Okay. Ja gut, dann müssen wir auf jeden Fall hier lang, dann da nach oben. Ist natürlich auch ziemlich krass, ne? Irgendwo runterrutschen, irgendwo wieder hochklettern. Ach, warte mal, war das nicht hier mit der Wolfshöhle da drüben? Jo. Cool. Aber ich will trotzdem da nochmal
hingucken. Ist da nicht irgendwas? Ne, Moment. War ich hier nicht auch schon vorhin? Also vorhin in irgendwelchen anderen Folgen? Ja, na klar. Boah, ich bin Trottel. Aber ich habe das ja voll übersehen. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Genau, der Botschafter hat ein Geheimnis gelüftet, das mit der Sonnenkönigin zu tun hat. Es scheint, als hätte sie eine Art übernatürliche Macht über ihr Volk gehabt. Oh ja. Also muss das sein. Also, dass die Leute dann glücklich sind und dich anbeten, weil sie einfach sehr zufrieden mit dir sind. Das, ja. Hätte schief gehen können. Jetzt springt sie natürlich in die Scheiße. Komm ich jetzt hier wieder raus? Tja, naja. Komme ich denn da jetzt irgendwie dahin? Ja, doch, müsste gehen. Ist mega praktisch, dass ich das jetzt so machen kann. So, dann springe ich einfach hier mal wieder runter. Ja, gut, also da sind wir ja am Anfang hin, beziehungsweise hoch. Ich weiß aber nicht mehr genau, warum. Gut, dann würde ich sagen, springe ich mal gekonnt hier drauf und da wieder runter. Und da hoch gehen wir dann erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!